Am 22. April ist es soweit, dann haben Sie die Wahl zwischen vier Kandidaten zu entscheiden. Viermal könnten Sie ein Kreuzchen machen, es ist aber sinnvoll, nur ein Kreuzchen zu machen. Und wir wollen Ihnen die Wahl ein bisschen erleichtern und die Kandidatinnen und die Kandidaten kennenlernen, auch persönlich. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit zu plaudern mit einem Mann, der es werden will. Warum er das will, warum er auf dem OB-Sessel Platz nehmen will, das werden wir ihn fragen. Ich freue mich, dass Dr. Ing-Ulrich Post da ist. Schönen Tag, Herr Post. Guten Tag. Sie sind in Netzschkau im Vogtland geboren. Wo ist denn Netzschkau? Tja, wer in Heimatkunde so euch gut aufgepasst hat, weiß, dass das im Vogtland liegt. Daneben ist gleich die Göllstallbrücke, die ist eher bekannt den Zusehern. Das ist meine Heimat, dort bin ich aufgewachsen, habe meine Kindheit verlebt und dann den Weg Richtung Thüringen angetreten. Aber den Gerschen Dialekt, den hört man schon durch, das ist auch okay für Sie. Ja, viele behaupten bei mir, es bleibt trotzdem noch ein bisschen Vogtländisches hängen. Okay. Sie sind seit 36 Jahren hier in Gera? Seit 1975, genau am 28.02.75, bin ich hier nach Gera gefahren mit dem Motorrad. Auf meiner Müssen Sie die ersten Marke sagen als Motorradfan? ES150. Eine MZ. Ja. Also. Eine MZ, was anders gut, es gab noch eine Jawa damals, aber die war schon etwas teurer. Ja. Dann sind Sie nach Gera gekommen und wie ging es denn weiter? Ja, wo ich nach Gera kam, habe ich dann meine Tätigkeit aufgenommen in der damaligen Stadtwirtschaft Gera. Das war ein kommunaler Betrieb. Als Verantwortlicher für den Fuhrpark, also ich war für den technischen Bereich zuständig. Oder dann, das hieß so damals technischer Direktor dieser Betrieb. Das war der sogenannte Bezirksleitbetrieb. Der war verantwortlich auch für die Betriebe in Jena, für Rudelstadt, Saalfeld, Greiz und noch ein paar andere. Also damals war Gera noch etwas mehr wert, wie es heute ist. War Bezirksstadt. Richtig. Ja. Kommen wir mal dazu, wie Sie eigentlich auf Ihre MZ gestiegen sind. Das hat natürlich mit der Liebe zum Motorsport zu tun. Wie Sie dazu gekommen sind, Kfz-Handwerker zu werden. Sie haben also die Liebe zum Motorsport und auch zu den Maschinen entdeckt und haben sich dann entschlossen, bis 71 als Kfz-Handwerker zu arbeiten und haben eine Ausbildung, klassisch Kfz-Handwerk. Was ist der Unterschied zwischen Kfz-Handwerk und Kfz-Techniker? Also mein Interesse für Bewegung war schon etwas früher. Also ich habe mal angefangen, mir ein eigenes Fahrrad zuzulegen. Das war natürlich etwas veraltet. Das musste man auf Vordermann bringen. Und da habe ich gemerkt, dass ich handwerklich doch etwas begabt bin. Das haben meine Eltern dann auch entsprechend gefördert. Und so habe ich dann eine Lehre angetreten als Kfz-Handwerker in einem Privatbetrieb. Das war ja auch was nicht Normales zu DDR-Zeiten, sondern etwas eher Außergewöhnliches. Aber mein Vater hat mir immer gesagt, junge Lehrjahre sind keine Herrenjahre, also lern was Vernünftiges und das kannst du beim Privaten besser lernen, wie vielleicht in einem VEB-Betrieb. Und so bin ich zu einer Lehre gekommen, wo ich nicht Kraftfahrzeugschlosser gelernt habe, sondern Handwerker. Und der Unterschied eigentlich damals war der, als Kraftfahrzeugschlosser wechselt man in der Regel viele Teile komplett. Und als Handwerker haben sie die Aufgabe, auch Aggregate zu zerlegen in Die Einzelteile, also zum Vergaser zum Beispiel Beispiel. in Motor Ach so. oder eine Hinterachse, also ein Getriebe, Differential etc. Und das dann auch wieder zusammenzubauen, wechseln nur die notwendigen Teile, die eben verschlissen sind, und stellen das Ganze wieder ein und fügen das zusammen. Und das war damals eine sehr schöne, interessante Aufgabe, weil wir vor allen Dingen komplette Fahrzeuge, die alt waren, reingekriegt haben, haben die zerlegt in alle Einzelteile und haben sie dann wieder neu aufgebaut. Das hieß damals Grundinstandsetzung. Grundinstandsetzung. Sie haben es dann noch weiter getrieben und haben sogar Kfz-Technik studiert in Zwickau, dem Ort eigentlich da, wo die MZ hergestellt worden sind. Ja, MZ ist in Tschoba Ach, hergestellt Tschoba, nicht worden. Zwickau. Das ist ja Ja, so, schon so lange her. Sachsenring, dort war Trabant, das war Zwickau. MZ ist Ja, das ist Tschobau, also Tschobau, wo das hergestellt worden ist. Ich habe in Zwickau studiert, das ist von Netzschkau, wo ich eben geboren worden bin, habe dann in Mühlau ja gewohnt, das sind nur 3 Kilometer auseinander. Sind Zwickau so 25 Kilometer weg, also das war relativ naheliegend. Und Kfz-Technik gab es in der DDR nur 2 Ausbildungseinrichtungen fürs Studium, das war einmal in Dresden und in Zwickau. Und da liegt es natürlich nahe, wenn man heimatverbunden ist, dass man dann nach Zwickau, was näher liegt, hingeht. Und dort habe ich dann mein Studium 1971 begonnen und dann mit dem Diplom
1975 abgeschlossen und bin dann hier, wie gesagt, nach Gera gekommen in die Stadtwirtschaft. Jetzt sind Sie Diplom-Kfz-Techniker, könnte man Richtig. Sagen. Wurde das Wissen denn gebraucht in der Stadtwirtschaft? Die waren ja dann in der Entsorgungsbranche. Gut, da gibt es viele Fahrzeuge, viele Autos. Also ich hatte mich damals auch dafür interessiert, Studenten auszubilden. Also der Gedanke lag auch nahe, wieder zurück an die Schule zu gehen. Hier konnte ich es in der Stadtwirtschaft gut koppeln. Ich hatte auf der einen Seite die Möglichkeit, mein technisches Verständnis bei Kommunalfahrzeugen anzuwenden, habe dann nebenbei als außerplanmäßige Aspirantur ein Studium gemacht, was sich mit den Verschleißerscheinungen an Kommunalfahrzeugen beschäftigt hat. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, auf der Straße fahrenden LKWs, die fahren von Punkt A zu Punkt B, da liegen meistens viele Kilometer dazwischen. Ein Kommunalfahrzeug fährt von Haustür zu Haustür oder eben im Schnittgerinne, wenn es eine Kehrmaschine ist. Und da gibt es besondere Verschleißerscheinungen. Es muss öfters bremsen, es fährt von einem Gullideckel zum anderen. Und da haben wir dann DDR-weit Untersuchungen angestellt und haben dann die Einzelaggregate auf diese besonderen Verschleißerscheinungen umgeschnitten. Und nebenbei bei dieser Dissertation ist auch nochmal ein kleines Fahrzeug mit abgefallen, was ich entwickelt habe, was dann auch als Prototyp produziert worden ist und wurde in Gera eingesetzt. Aber die Kapazitäten der DDR, das Fahrzeug dann serienmäßig aufzulegen, die hatten nicht ausgereicht. Sie haben bis 2009 in diesem kommunalen Betrieb dann gearbeitet. Sie waren Leiter dieser Abteilung in der Stadtwirtschaft Gera, waren Chef von in den Höchstzeiten von 270 Menschen. Ja, also es war so, wie gesagt, bis 1990 war ich für den Bereich Technik dort zuständig, war auch nebenbei, das war nur so, stellvertretender Betriebsdirektor. Und 1990 stand dann die Frage an, was machen wir denn mit dem kommunalen Betrieb? VEB müsste eigentlich in der Treuhand. Und da hat dann die Belegschaft gesagt, Mensch, wir haben hier einen damals noch jungen, dynamischen, heute nur noch dynamisch, nicht mehr jung, Menschen, der würde uns bestimmt führen können. Und da wurde mit Streikandrohung ich als Geschäftsführer berufen. Und der damalige Baudezernent und stellvertretende Oberbürgermeister, der Herr Rauch, hat diese Versammlung geführt und hat mich dort mit Handschlag zum Geschäftsführer der Stadtwirtschaft 1990 gemacht. Und ich muss sagen, mit der Mannschaft, die wir damals hatten, ist es innerhalb von einem halben Jahr gelungen, die Stadtwirtschaft zu privatisieren in eine GmbH. Und wir haben zu den wenigen Gesellschaften gehört, die nicht in der Treuhand mussten, sondern direkt reingehen konnten in die GmbH, sodass eben ein großer Zeitverzug vermieden werden konnte. Dann sind Sie durch den Druck der Belegschaft im Grunde Geschäftsführer, Chef geworden, ja. Gute Voraussetzungen, einen Laden zu führen. Trotzdem ging es nur bis 2009, da war dann das aus und dann haben Sie gesagt, mache ich mich völlig selbstständig und gehe in einen anderen Bereich. Sie sind ja jetzt noch Geschäftsführer MTT Hochtiefbau München-Bernsdorf. Ist eigentlich ein anderer Bereich, oder? Ja, wenn ich vielleicht noch mal eine ganz kleine Sekunde zurückspringen kann, wo die Stadtwirtschaft gegründet worden ist, 1990, war es so, dass es eben ein überalterter Betrieb war. Gab es ja viele hier in Gera. Und wenn Sie die Stadtwirtschaft sich dann nach 15 Jahren angesehen haben, haben Sie ein modernes Entsorgungsunternehmen gesehen, was sich auf dem Markt überwiegend behaupten musste. Also viele denken ja auch, der Zuseher, ein kommunales Unternehmen, den fliegen da Aufträge zu. Nein, ganz so war das nicht. Wir haben in etwa noch 40% unserer Leistungen damals für die Kommune gebracht, aber 60% auf dem freien Markt. Und es sind ja solche Dinge wie Sortieranlagen für Papier, für Leichtverpackungen entstanden. Wir haben Kompostwerk errichtet, wir haben eine Abfallumladestation errichtet. Also da hat sich eine ganze Menge auch getan, investiv. Und natürlich auch für die Qualität der Entsorgung hier in Gera. Das wollte ich bloß noch mal rückwirkend dazu sagen. Sie haben vollkommen recht, 2009, das war eine ganz andere Richtung, bauen. Wobei die, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich seit 1975, seitdem ich in Gera bin, immer nur gebaut habe. Das war so ein bisschen nebenbei. Also wir haben eigenen Häuschen, oder? Nee, in der Stadtwirtschaft als auch, also vor der Wende in der Stadtwirtschaft und nach der Wende auch. Also ich habe nach der Wende in etwa so für 15 bis 18 Millionen Euro Bauleistungen realisiert. Also nicht ich als der, als Maurer da stand, sondern als jemand, der den Auftrag ausgelöst hat. Und ich habe immer so eine Philosophie. Wenn Sie bauen wollen, dann vergeben Sie bitte nicht nur die Aufträge, sondern bringen Sie sich in den Bau mit ein.
Denn Sie als Bauherr müssen im Endeffekt mit dieser Baumaßnahme lange, lange Zeit leben. Und wenn Ihnen nur jemand was hingestellt hat und das ist nicht so richtig, das gefällt Ihnen nicht, dann haben Sie lange ein Problem. Und aus dem Grund habe ich eigentlich schon immer gerne gebaut. Mhm. Und das war dann auch der Ansatzpunkt 2009 als Gesellschaftergeschäftsführer in diese MTT Hoch- und Tiefbau GmbH einzusteigen. Nun könnte man jetzt denken, MTT, was heißt denn das überhaupt? Relativ einfach. M steht für München-Bernsdorf, T für Transport und T für Tiefbau. So ging das Ganze mal los. Und man hat dann gemerkt, in der MTT, so Mitte der 90er Jahre, naja, mit dem Transport, das ist nicht unseres. Und da hat man sich auf den Hochbau noch mit konzentriert. Das heißt, wir fertigen jetzt komplette Gebäude, schlüsselfertig, aber eben auch rohbaumäßig und sind relativ aktiv in der Region. Das sind Unternehmen mit rund 60 Beschäftigten. Und ich freue mich, man sieht dann immer was wachsen. Und wenn Sie, gerade wie ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit, in Schönheide waren und haben dort eine Kirche gebaut, eine neuapostolische Kirche, und die können Sie mit einweihen und Sie sehen die freudigen Gesichter derer, die dann nutzen können, das ist ein herrliches Erlebnis. Da könnte man gerade jetzt ein Firmenvideo draus machen und könnte man auch sagen, na, der ist doch, hat eine erfolgreiche Firma, scheint ihm Spaß zu machen, läuft alles gut. Wieso geht er jetzt in die Politik? Also setzt sich noch freiwillig in den Stadtrat, ehrenamtlich, seit drei, vier Jahren sitzen Sie oder saßen Sie für die CDU jetzt als Parteiloser im Stadtrat und jetzt wollen Sie auch noch Oberbürgermeister werden. Das ist ja nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Also was hat Sie denn da geritten zu sagen, ich will Oberbürgermeister werden? Ja, das hat mir meine Frau auch gesagt. Also es ist so, wenn Sie in der Stadt weit über 30 Jahre aktiv mitgestaltet haben, ich habe mich damals ja in der Anfangsphase, also in der Anfangsphase immerhin über 30 Jahre, in der Stadt um die Ordnung und Sauberkeit bemüht, dann haben Sie eine Entwicklung mitgekriegt. Und wenn Sie die Entwicklung gesehen haben, haben Sie sich automatisch für die Stadt interessiert. Das war ein Moment, warum ich so was mir antun will. Und das zweite Moment, mir hat einfach die Entwicklung der letzten 6 Jahre nicht so richtig gefallen. Also ich habe hier den Fortschritt, den ich mir vorgestellt habe, nicht gesehen. Und jetzt kann man 2 Dinge machen. Man kann sich damit zufrieden geben und kann immer kritisieren. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man sagt, ich gehe in die Verantwortung, ich stelle mich dieser Aufgabe. Und ich bin eher ein Mensch, weil ich auch aus dem Leistungssport komme, der sich eine Aufgabe stellt und das dann mit ganzer Akribie auch versucht umzusetzen. Wieso kommen Sie aus dem Leistungssport? Gut, ich sehe bei Ihren Hobbys Natur, Bergwandern, Jagen. Ist ja alles nicht unbedingt Leistungssport, oder? Oder was meinen Sie mit Leistungssport? Ja, meine Eltern hatten mich mal angehalten, mit 3 Jahren Turnen zu machen. Mit 3 Jahren. Also wir sind jetzt schon wieder weit zurück. Sie sollten Turner werden, ja. Und ich habe immerhin bei der DDR-Spartakiade mal einen 12. Platz belegt. Und habe eine ganze Menge auf der Strecke, was Sport anbelangt, dann auch im Nachhinein gemacht und war unter anderem auch im Fußball tätig. Dritthöchste Spielklasse der DDR. Jena spielt heute auch in der dritthöchsten Spielklasse der BRD. Und die bezeichnen sich ja auch als Leistungssportler. Also wenn ich das mal als Maßstab nehme, denke ich, schon mit Leistungssport verglichen werden sie können, in der Zeit, wo man noch körperlich dazu in der Lage war. Das hat sich dann geändert. Die schnelle Bewegung war immer schon meins, deswegen bin ich ja dann auch zum Motorsport gegangen. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch dran. Ja, das machen wir gleich am besten, weil wir wollen ja ein bisschen beim Privaten noch bleiben. Kommen Sie jetzt noch dazu, die Firma mit 60 Leuten, Wahlkampf, Wahlprüfsteine, Podiumsdiskussion, etliche Termine, das noch nebenbei und so weiter, Familie, kommen wir auch noch gleich dazu. Kommen Sie noch zum Motorsport und zum Wandern und zum Jagen? Richtig mit Gewehr? Ja. Also ich fange vielleicht mal beim Motorsport an. Man musste hier natürlich in den letzten Jahren schon doch ein bisschen zurückschreiben, wo ich früher noch eine internationale Fahrerlizenz gemacht habe und konnte bis auf Formel 1 eigentlich jedes Auto fahren, beschäftige ich mich jetzt eher mit dem kleinen Kart, also so einem kleinen Rennkart, was ich habe. Und da gibt es hier in der Nähe von Schleiz, Plauen, so ein Bernsgrün, das ist eine Outdoor-Strecke, wo man eben etwas zügiger wie in den Hallen fahren kann. Und dort treibe ich noch den Sport, den ich nur gerne mache und denke auch, zumindest behaupten das andere von mir, dass ich das ganz gut beherrsche. Weil das auch mal so eine Frage war, das ist ja immer relativ, wie man sich einschätzt. Also jemand, der seinen Führerschein gemacht hat, hat noch keinen Unfall gebaut, sagt, ich fahre gut. Und ein anderer, der Formel 1 Rennen fährt, sagt, naja, ich fahre auch nicht allzu schlecht. Das sind aber Relationen, die man natürlich wichten muss. Also das ist natürlich weniger geworden. Und gerade jetzt in der Phase Wahlkampf kann man dieses Thema beiseite legen, ist absolut nicht machbar. Das Jagen.
das Jagen. Ist ja auch umstritten, da gibt es ja die Bösen, die Tiere totschießen. Ja, ich habe im Jahr 1998 mein grünes Abitur, so wird das bezeichnet, gemacht. Denn da gehört nicht nur, dass man irgendwas totschießt dazu, sondern das hat was mit Hege und Pflege zu tun. Und das betrifft die Fauna und die Flora. Und hier muss man natürlich sehen, bevor man einmal schießt, hat man vorneweg eine ganze Menge schon für die Tiere und für den Wald und für die Natur getan. Und Abschüsse, die getätigt werden, die werden eigentlich nur dazu gemacht, dass alles im ausgeglichenen Gewicht bleibt. Und nicht, dass man jetzt wie manche Jäger eben nach Afrika geht und ein paar Tiere schießt und dann die Trophäen mitbringt. Also das ist nicht mein Ansinn. Und der hauptsächliche Effekt bei der Jagd, das darf man natürlich absolut nicht verkennen, ist die Erholungsphase. Also wenn Sie auf so einem Hochstand sitzen, sitzen Sie vielleicht 4 Stunden. Und wenn Sie mal 20 Mal draußen saßen, hatten Sie vielleicht einmal die Möglichkeit, schießen zu können. Da sind Sie danach aufgeregt. Aber vorher erholen Sie sich. Und das ist ein guter Ausgleich. Sitzen Sie da allein oder mit einem Kollegen und plaudern? Oder ich sitze allein. Herrscht da Ruhe? Ganz, also wenn Sie plaudern, kommt kein Tier. Aha. Also Sie müssen dann wirklich in sich gehen und Sie beobachten das. Sie sehen zum Beispiel mal 2 Hasen, wie sie auf der Wiese sitzen. Die beobachten sie nur, weil sie da kein Interesse dran haben. Also das ist äußerst interessant und erholsam. Die Liebe zum Garten. Haben Sie ein eigenes Haus, wo ein Garten dran ist, oder haben Sie klassische Datsche Bungalow? Also ich habe ein Haus, da ist ein Garten dran und den versuche ich immer auf Vordermann zu halten. Zum Glück ist jetzt die Zeit, wo nicht allzu viel zu tun ist. Aber die Zeit kommt wieder, wo mehr getan werden muss. Ja, und muss, aber im Moment haben Sie gar keine Zeit. In welcher Region, Gegend wohnen Sie da? Das ist am Stadtrand von Gera, Dörren-Ebersdorf nennt sich dieser kleine Ortsteil von Gera. Ja. Ihre Familie, was hat die gesagt, als Sie gesagt haben, also ich sitze schon ehrenamtlich im Stadtrat, jetzt gab es den Knatsch noch, CDU hat Sie rausgeschmissen aus der Fraktion und jetzt mache ich selbst. Waren die sofort begeistert? Ich hatte es vorhin schon gesagt, meine Frau war natürlich erstmal zu überzeugen, ob ich mir sowas antun soll. Aber ich hatte auch gesagt, also ich kann eben das von außen beobachten und kritisieren oder mich der Verantwortung stellen. Und da sie mich kennt, hat sie mich natürlich dann an einem gewissen Punkt auch davon überzeugt, das zu tun. Und jetzt machen wir das, wenn man es mal so nimmt, den Wahlkampf gemeinsam. Es gibt noch ein paar Helfer dabei, aber hinter mir stehen eben keine Parteien. Ja, Sie finanzieren das selbst, die Piraten unterstützen Sie, aber nicht finanziell. Darauf haben Sie Wert gelegt, ein bisschen mal einen Stand mitmachen, aber ansonsten ist das eine One-Man-Show? Das ist eine, so kann man es bezeichnen, wobei man nicht unterschätzen darf, auch die Piratenpartei, die organisiert eben mal an dem Sonnabend ein Aufstellen von dem Stand. Da gehört Manpower dazu und wenn das einem abgenommen wird, hilft das schon. Aber ich habe Wert darauf gelegt, dass wir voneinander nicht getrennt leben, sondern habe einfach nur festgestellt, es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch noch ein paar Unterschiede. Und jeder lebt seins und sie helfen mir, mich zu positionieren und nicht mehr und nicht weniger. Was finden Sie denn gut an den Piraten, dass Sie gesagt haben, ja, ich lasse mich unterstützen von denen? Also die Offenheit, muss ich sagen, in den Diskussionen, denn es waren ja alle 3 Kandidaten, also die 3 wesentlichen Kandidaten bei der Piratenpartei zum Gespräch. Und die Piraten haben ja dann entschieden mit Abstimmung, wer ihren Vorstellungen am nächsten kommt. Und ich bin eher ein Mensch, der drauf zugeht, der bodenständig ist und zum Anfassen. Und das hat ihnen eigentlich gut gefallen. Kommen wir mal zu den Themen. Sie haben gesagt, wenn man sich was bauen lässt, dann sollte man sich das gut überlegen und da können auch Fehler passieren. Gibt es denn in Gera Dinge, die gebaut worden sind, wo Sie sagen, also das hätte man lieber lassen sollen, das war eine Fehlentscheidung? Pauschal würde ich das jetzt erstmal nicht behaupten wollen. Also diejenigen, die das dann veranlasst haben, haben sich im Vorfeld was gedacht. Aber es ist manchmal so, die Zeit überholt einen und dann stellt man fest, das war ja eigentlich gar nicht richtig. Und wenn ich hier nur mal ein Beispiel, das wurde ja mal gebaut, aber nicht seitens der Stadt, sondern von der Bundesbank, wenn ich da nur an dieses Gebäude, wo ein Kunsthaus entstehen sollte, mal drauf zurückkomme, würde ich da schon eine Meinung dazu haben. Ja, da sind wir gleich beim ersten Reizthema. Wenn Sie es so wollen, sprechen wir drüber. Das Kunsthaus, Reizthema, Otto-Dix-Schau. 2011 gab es keinen genehmigten Haushalt, dann ist das nicht passiert, es gab Bürgerproteste. Aber die Idee, aus dem Gebäude was zu machen und Otto Dix, dem Sohn der Stadt, einen Ort zu geben, ist doch erstmal nicht schlecht, oder? Also Otto Dix hat ja hier sein Geburtshaus in Gera, also er hat schon einen Ort.
Das muss man erstmal feststellen. Und es gibt natürlich, was die Landschaft der Museen anbelangt, in Gera eine ganze Menge. Und wir kommen ja heute bestimmt auch nochmal auf das Thema der Wirtschaft. Und ich bin ein Mann aus der Wirtschaft. Deswegen sehe ich auch solche Sachverhalte immer unter dem wirtschaftlichen Aspekt. Und vielleicht nur mal ganz kurz angerissen. Es ist eigentlich schon kritisierenswürdig, wenn jemand eine Landeszentralbank hier errichtet für rund 26 Millionen Euro und nach 5 Jahren oder 4 Jahren sagt, ich brauche das Gebäude nicht mehr. Ist ja alles Steuergeld. Die Frage kann und muss sich jemand anders stellen lassen, also niemand aus Gera. Mhm. Wenn man natürlich dann so ein Gebäude übernimmt, wie es die Stadt gemacht hat, ja. Wie es die Stadt gemacht hat, meines Erachtens nach war in der Vorlage des Stadtrates irgendwann mal Ende 2008, Anfang 2009 eine Zahl von 3 Millionen genannt, wo entsprechende Förderung noch drauf war und die Stadt hatte dann einen Eigenanteil so von rund 750.000 Euro bezahlt, dann ist das ja nur eine Etappe. Und das war auch die Vorlage, die dort gemacht worden ist. Und ich bin ein Mensch, da will es eigentlich genau wissen. So, und wenn ich so ein Vorhaben, und das bezeichne ich mal als eine Baumaßnahme, ich kaufe was Altes, ich muss es natürlich bewirtschaften in der Zeit, wo ich keine Umbauten mache, ich muss es dann umbauen. Hier stehen ja im Raum momentan 7, 8 Millionen Euro, was die Umbaukosten sind. Ich muss es danach bewirtschaften, aber ich muss ja auch Dinge haben, die ich dort mal aufhängen kann. Die werden wir wahrscheinlich alle nicht ganz kostenlos kriegen. Manche bestimmt, aber viele auch nicht. So, wenn ich diese ganzen Summen addiere und ziehe einen Strich, dann weiß ich, was mich das in der Stadt an Belastungen kostet. Und dann habe ich ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, ich kriege es über Einnahmen ausgeglichen. Einnahmen meine ich jetzt, wenn Besucher kommen, die bezahlen was dafür. Oder ich sage, ich kann mir das als Stadt leisten und ich sponsore das als Stadt. Dass wir es uns nicht leisten können, das denke ich, ist im letzten in Gera bekannt. Wir müssen sehen, dass wir wirtschaftlich besser dastehen. Und diese Aufstellung der ganzen Kosten, die ist nie erfolgt. Aber der Stadtrat hat den ersten Schritt gemacht. Und das ist ja immer so, wenn Sie den ersten Schritt getan haben, fällt es Ihnen dann schwer, den Schritt wieder zurückzugehen. Wer will denn jetzt das Haus, wenn Sie das angenommen loswerden wollen? Wer wird das denn übernehmen für 3 Millionen? Sie sagen, es war eine Fehlentscheidung, das Ding zu kaufen? Also ich sehe es so, wenn diese gesamten Kosten hätten aufgeschrieben oder wären aufgeschrieben worden und der Stadtrat hätte dann entscheiden müssen, wäre die Entscheidung anders ausgefallen. Also Stadträte brauchen natürlich auch immer Zahlen, auf die sie sich berufen. Sie wissen das, Sie sind Stadtrat seit einigen Jahren. Kommen wir mal zu den genau wirtschaftlichen Fragen und Problemen, wo Sie ja sagen, da bin ich Experte. Laut Ramon Miller, Baudezernent, der sagt in der Gesprächsrunde, die schwache Wirtschaftskraft von Gera ist ein Problem, muss ausgebaut werden. Die Frage, wie das passiert, wie würden Sie denn als Oberbürgermeister die Wirtschaftskraft verstärken? Das klingt erstmal gut. Also, dass die Wirtschaftskraft oder den Ausbau der Wirtschaft alle Kandidaten in den Mund nehmen, das dürfte unbestritten sein. Nur die Herangehensweise, die wird sich wahrscheinlich dann doch etwas unterscheiden. Wie würden Sie es machen? Genau, und deswegen bin ich auch da. Wir haben in der Vergangenheit den Zustand gehabt, dass es eine Wirtschaftsförderung in der Stadt gab und gibt und dass wir ein Technologie- und Gründerzentrum hatten, wo sich eben junge Unternehmer hinwenden konnten und haben Hilfe gekriegt, um den Einstieg in den Prozess zu finden. Das hatten wir gehabt, das haben wir jahrelang versucht, so in der Form, wie es eben da war, zu leben. Die Erfolge kann sich jeder an allen 5 Fingern abzählen, die sind nicht alle weltbewegend. Und an der Stelle muss man auch deutlich feststellen, wenn von außen jemand von selbst kommt, wie zum Beispiel Lidl, dann kann man sich das nicht als Stadt auf die Fahne schreiben, dass man die rangeholt hat. Die haben das unter einem ganz anderen Gesichtspunkt gemacht. Unternehmen, die größer sind, bewerten einen Standort. Und zwar ganz neutral. Die sagen, was wollen wir? Wir wollen in Gera uns nicht ansiedeln. Gera spielt da gar keine Rolle, sondern wir wollen in Deutschland einen zentralen Punkt. Wir wollen Autobahnanbindung, wir wollen niedrige Gewerbesteuern, wir wollen niedrige Gebühren und. Die sogenannten harten Faktoren. Und da hat Gera, was zumindest den Standort anbelangt, äußerst günstige Ausgangspositionen. Wir liegen an der A4, wir haben es nicht weit bis zum Hermsdorfer Kreuz. Wir können in alle Himmelsrichtungen schnell alles abtransportieren oder hertransportieren, was sein muss. Das passt. Aber wieso klappt es dann nicht?
Also wenn das so ist, dass die Wirtschaftskraft zu schwach ist und dass es Ansiedlungen braucht, dann die bräuchte es? Ja, diese harten Faktoren, ich hatte es vorhin schon gesagt, gehört zum Beispiel auch Gewerbesteuer dazu. Das ist ein harter Faktor. Wenn die Gewerbesteuern im Jahr 2011 erhöht werden um 70 Prozentpunkte, dann ist das nicht gerade förderlich für Ansiedlung von Unternehmen. Und aus der Praxis kann ich Ihnen sagen, hat das eine Konsequenz gehabt, dass bestimmte Handwerker aus Gera in den Landkreis Kreis abgewandert sind. Also die da keine großen Probleme gesehen haben, die haben sich nur dort angemeldet, haben damit weniger Gewerbesteuer bezahlt. Das ist ein Punkt, den ich erstmal nennen wollte. Hier gilt es dran zu drehen, aber auch an der Stelle ganz deutlich gesagt, weil ich keine Wahlversprechen mache, die ich auch nicht halten kann. Diese Erhöhung der Steuer lässt sich mit Sicherheit nicht in gleicher Größenordnung wieder zurückdrehen, in Kürze. Hier muss man aber schrittweise daran arbeiten, dass wir wieder auf ein normales Maß in Thüringen zurückkommen. Jetzt müssen wir natürlich die andere Seite der Medaille auch betrachten. Eine Stadt braucht Einnahmen. Sie haben von den harten Faktoren gesprochen. Die Weichen wie Kindergartenplätze, Kultur, eine lebenswerte Stadt ist ja auch wichtig für eine Ansiedlung, für die Menschen. Und eine Stadt muss Einnahmen haben und die einzige Schraube, die eine Stadt drehen kann, sind eben die Hebesätze, die Gewerbesteuer. Ist das nicht die Krux, wenn die Landeszuweisungen immer weniger werden, dass die Stadt das ausgleichen muss? Sonst kann sie Theater, Museen, Kultureinrichtungen schließen. Also man muss als Kaufmann beide Seiten sehen. Ich habe einmal die Seite der Einnahmen und die Seite der Ausgaben. Jetzt sind wir ja bei der Seite der Einnahmen. Das ist ja viel einfacher. Steuern erhöhen ist überhaupt kein Problem, kann ich ja machen. Zum Beispiel hat ja die Stadt Gera groß verkündet, auch in der Zeitung, dass sie 2011 ca. 10 Millionen mehr eingenommen hat. Das ist erstmal schön. Aber wenn man dann feststellt, dass davon 2,5 Millionen Investitionen nicht ausgeführt worden sind, dann ist es eigentlich weniger schön, sondern eher nachteilig, weil eben die Handwerker, die hier vor Ort sind oder auch von außerhalb kommen, vom Landkreis, keine Leistungen in dieser Größenordnung erbringen können. Und wenn Sie durch die beiden Hebesätze, also einmal Gewerbesteuer auf der einen Seite und auf der anderen Seite Grundsteuer B, überwiegend diesen Erfolg in Anführungsstrichen gebracht haben, haben Sie nichts anderes gemacht, wie den Leuten und den Gewerbetreibenden in die Tasche gegriffen und das Geld sich rausgezogen. Das ist auf der Seite der Einnahmen. Aber ich gucke mir die Seite der Ausgaben auch an. Und bei der Seite der Ausgaben habe ich, bevor dieser Haushaltsplan 2012 aufgestellt worden ist, eine ganze Menge Vorschläge der Stadtverwaltung gemacht, konkret dem Oberbürgermeister, wo man hier sparen könnte. An welchen Stellen zum Beispiel? Ja, Sie haben die Möglichkeit, ohne weiteres bei Ausgaben sich zurückzuhalten. Also wenn Sie nur mal das Beispiel nehmen, wir wollen, nicht wir, sondern bestimmte, wollen in Gera eine Straßenbahn nach Langenberg bauen. Ja, bestimmte, das sind die Gera Verkehrsbetriebe und Vornehmen ist ja da auch ein Fan dieser Geschichte und ist ja auch beschlossen, wenn ich es richtig sehe. Also wenn Sie das richtig sagen oder wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist der Herr Vornehmen ein Fan davon. Da haben Sie vollkommen recht. Und als Fan kann ich mir natürlich gewisse Dinge leisten. Aber, und jetzt kommt ja das Aber, wenn Sie so eine Straßenbahnlinie bauen, kostet die in der Regel Geld. Und wenn wir jetzt einfach mal annehmen, es gibt auch eine Förderung dafür von 70-80% und es sind eben 15 Millionen, dann haben sie trotzdem vielleicht noch 3-4 Millionen Eigenanteil zu bringen. Aber ist das nicht Sache der Stadtwirtschaft? Das ist ja dieser Trugschluss. Der Nahverkehr, der ist ein 100% kommunales Unternehmen der Stadtwerke. Und die Stadtwerke sind ein 100% kommunales Unternehmen der Stadt. Und wenn Sie jetzt Ausgaben in dem Nahverkehr haben, muss die Stadtwerke logischerweise die Ausgaben, weil es ja ein defizitärer Betrieb ist, decken. Und somit kann die Stadtwerke keine Abführung an die Stadt machen. Da haben sie keine Einnahmen. Also das muss man immer im Zusammenhang sehen. Also reden wir von kommunalen Unternehmen und von denen ihren Ausgaben, reden wir eigentlich von städtischen Ausgaben. Und wenn Sie dort 3 Millionen ausgeben, haben Sie zum Beispiel schon ein Einsparpotenzial auf der Seite der Ausgaben. Als eins genannt. Ich möchte auf die anderen nicht eingehen. Die liegen, wie gesagt, in der Stadtverwaltung schriftlich vor. Ich muss aber auch sagen, es ist bedauerlich, dass man eben darauf auch keine Antwort kriegt. Ja, mich würde es schon interessieren. Klar liegt das schriftlich vor, aber können Sie es kurz sagen? Also Sie sind gegen den Ausbau Straßenbahn nach Langenberg? Also ich bin nicht gegen den Ausbau, sondern ich bin dagegen, dass man Gelder ausgibt für Dinge, die man vielleicht auch später mal machen könnte. Aber jetzt momentan müssen wir die auf andere Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel auf die Errichtung von Gewerbegebieten. Ja. Das ist gut, dass Sie sagen, Zoche ist ausgebucht, das Gewerbegebiet, da fehlt es. Wo würden Sie denn Gewerbegebiete ausweisen? Was wären denn so Standorte, wo Sie was machen würden? Also
das nur auf Gera zu beziehen, wäre engmaschig gedacht. Also hier sehe ich schon den Raum Ostthüringen, der ist interessant. Ich sage dann auch ganz bewusst, warum. Denn Gewerbesteuer nimmt man ja nur in dem Gebiet ein, wo man ist. Aber man hat natürlich auch Sozialausgaben, die man tätigen muss. Und die könnten ja auch einem zugutekommen, wenn ein Arbeitsloser im angrenzenden Landkreis arbeitet. Aber konkret zu den Gewerbegebieten. Hier ist es ja so, dass noch gewisse Restflächen zur Verfügung stehen. Und dass auch in Kretschwitz ein Aufstellungsbeschluss ergangen ist, wo man noch ein Gewerbegebiet erschließt. Das ist flächenmäßig erstmal erscheint relativ groß, aber wenn man sich das Gelände ansieht, weiß man, wie viel davon bebaut werden kann. Also dort gibt es was, dort hat man eine Möglichkeit. Der Nachteil, den Gera hat, das muss man auch einfach feststellen, wir waren ja früher mal eine Industriestadt mit vielen großen Firmen, die auch entsprechende Altlasten hinterlassen haben. Und ob man da in der Reichsstraße geht, da ist ein Riesenplatz frei, wo mal Modedruck stande, dort könnte man was hinbauen, aber es ist ja belastet. Und jeder Private, der dorthin kommt und sagt, was jetzt soll ich die Kosten für die Beseitigung der Umweltbelastung bezahlen, der wird dann an der Stelle sagen, ist mir zu teuer, kann ich nicht. Also muss man solche Gebiete unter Umständen so vorbereiten, und dazu braucht man auch wieder Geld, was man momentan ja nicht hat, um Gewerbegebiete zu erschließen. Also ein simples Beispiel, wir haben auf einer Fläche von 4 Hektar, wo mal früher das Gaswerk von Gera stande, Photovoltaikanlage hingebaut. Das wäre ein Bombenindustriegebiet gewesen, wenn eben die Belastung vom Gaswerk dort nicht gewesen wäre. Also blieb nur die eine Möglichkeit, so eine Fläche erstmal eigentlich sinnlos für sowas zu benutzen, aber man hat sich die Kosten der Sanierung eben gespart. Also hier gibt es in Gera Nachholbedarf, und jetzt komme ich auf das Angrenzende. Es gab ja eine ganze Menge Verhandlungen. Wir haben ja in der Nähe der Autobahn in Korbusen ein relativ großes Gewerbegebiet. Und da gab es Beziehungen zwischen der Landrätin des Landkreises Greiz, dem Oberbürgermeister von Gera und dem Bürgermeister von Korbusen, um hier gemeinsam was zu machen. Nun ist es so, es spielen eben auch subjektive Dinge manchmal in Geschäfte mit hinein. Parteipolitik? Also die Frau Schweinsburg ist nun mal CDU und der Herr Vornehm, auch wenn er sich als parteiloser Kandidat hier stellt, ist nun mal SPD. Dass das nun nicht gerade befruchtend wirkt, kann man sich von den ideologischen Einstellungen schon vorstellen. Und das ist eben leider geplatzt, dass man das weiter gemeinsam vorantreibt. Da sehe ich natürlich einen äußerst günstigen Ansatzpunkt, was zu tun. Mhm. Und jetzt will ich den Bogen schlagen zu dem, was ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. In dem Haushalt der Stadt Gera ist der größte Ausgabeposten mit 45% die sozialen Leistungen. Und das hängt nur damit zusammen, dass die Arbeitslosigkeit in Gera bei knapp 13% liegt. So, und wenn Sie dort, und dass wir auch teilweise Löhne in Gera zahlen, wo dann derjenige, der gearbeitet hat, noch Sozialleistungen in Anspruch nehmen muss, um überhaupt leben zu können. Sogenannten Aufstocker. Richtig. So, und hier gilt es, und das muss man auch ganz deutlich sagen, und das ist auch ein Appell an die Gewerbetreibenden, hier muss mit Löhnen gearbeitet werden, dass der 8 Stunden am Tag arbeitet, auch davon leben kann. Sind Sie ein Freund von Mindestlohn? Also ich bin nicht ein Freund von Mindestlohn, ich bin ein Freund von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich erwarte, dass für eine Arbeit, die jemand 8 Stunden leistet, er davon leben kann. Der eine, der eben nicht ganz so qualifiziert ist, kann dann vielleicht nicht so qualifiziert leben, wie einer, der stark qualifiziert ist und demzufolge höheres Einkommen hat. Aber Mindestlöhne kann ich mir vorstellen, machen unter Umständen auch bei bestimmten Dingen was kaputt. Wobei man natürlich definitiv sagen muss, also wenn ich bei einer Reinigungsfirma nur 4,50 Euro kriege, dann hat das nichts mit Mindestlohn zu tun. Dann hat das auch nichts damit zu tun, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Jetzt sind wir schon in der Bundespolitik und eigentlich bei Themen, die ein Oberbürgermeister eigentlich nicht klären kann, auch wenn er es gerne möchte. Da kommen wir wieder zu dem Handlungsspielraum, den ja Stadträte und Oberbürgermeister hat. Wenn man sich anguckt, 220 Millionen Stadthaushalt, davon nur knapp 20 Millionen. Können Sie überhaupt was entscheiden? Der Rest sind, wie Sie auch gesagt haben, Pflichtaufgaben. Wie groß ist denn der Spielraum eines Oberbürgermeisters? Und Sie wissen es ja, worüber dann ein Stadtrat entscheiden kann oder nicht. Ist gar nicht so viel, oder? Also Sie haben vollkommen recht, wenn ich die 226 Millionen nehme, die für 2012 stehen. Man muss natürlich auch hier ergänzend dazu sagen, das wissen die Zuseher vielleicht auch nicht so.
Wir haben das erste Mal 2012 die sogenannte Topic-Einführung in der Abrechnung der Stadt. Also das heißt, wir machen jetzt im Endeffekt das, was die Betriebe früher schon immer gemacht haben, doppelte Buchführung. Da kenne ich mich natürlich bestens aus und das wird dann auch übersichtlicher und man kann jede Kostenstelle, Kostenart genau im Detail untersuchen. Das erleichtert auch den Stadträten natürlich dann einen besseren Überblick. Aber jetzt zu den Spielräumen, die man hat, also diese 20 Millionen, die Sie in etwa genannt haben, das ist tatsächlich der Spielraum, was Ausgaben sind, wo ich nicht dazu verpflichtet bin. Aber wenn ich natürlich meine Pflichtaufgaben reduzieren kann, ich hatte es vorhin nur mal angedeutet, mit der Arbeitslosigkeit, mit den Verpflichtungen, die sich daraus für die Stadt ergeben. Wir reden immerhin von, und das ist ja kein Geheimnis, das sind 92 Millionen des Haushaltes als Pflichtaufgabe, die ich habe. Und wenn ich dort nur, und man rechnet so in etwa 15.000 Euro pro Arbeitslosen, was da anfällt, und wenn Sie da schon 100 in Arbeit bringen, können Sie sich ausrechnen, wie Ihr Spielraum plötzlich wächst. Mit den 20 Millionen. Ne? Also das ist dann schon eine recht große Potenz, die sie damit entwickeln. Also das heißt, es gibt hier Spielraum, den man nutzen kann. Man muss nur alle sachbezogenen Kräfte mit einbinden und eben Ausgaben machen, die zielgerichtet in Richtung Wirtschaft marschieren. Und das ist das Credo, was ich auch immer wieder sage, habe ich hier eine Wirtschaft, die funktioniert, das heißt einmal diejenigen, und die muss ich auch trennen, ich habe diejenigen, die schon immer hier arbeiten, die muss ich gut betreuen und ich habe diejenigen, die vielleicht hier zuziehen wollen und die, die zuziehen wollen, die muss ich natürlich versuchen zu werben. Und da sind wir dann wieder bei dem, was ich vorhin sagte, mit den Standortfaktoren, die wir hier haben. Die weichen Standortfaktoren, das ist ja Kultur. Kommen wir mal zu konkreten Projekten. Wir haben die Probleme genannt, Geburtenrückgang und Abwanderung wurde unterschätzt. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Chancen für die Jugend sollen erhöht werden laut Stadt. Da ist natürlich die Arbeitsplatzgeschichte eine Sache, aber natürlich nicht nur. Und der demografische Wandel haut ja auch ganz schön rein. Das ist eine harte Aufgabe dann als Oberbürgermeister, oder? Also man muss die Ausgangslage deutlich bewerten. Und die ist nun mal so, 40.000 sind aus Gera weggezogen seit 1990. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von gegenwärtig 13%. Wir haben die Schulen nicht saniert. Wir haben angefangen damit, aber da ist der Landkreis Greiz schon viel weiter. Die haben eben jedes Jahr zugemacht und deswegen sind sie jetzt so gut wie fertig. Und wir haben eben eine Zeit lang Geld woanders reingesteckt. Ich weiß nicht, ob Sie den Presseartikel von Jena gelesen haben. Die haben dort eben nach der Wende ihre Verschuldung deshalb zustande gebracht, weil sie Straßenbahnschienen nach Lobeda gebaut haben und weil sie alles ihr Geld in die Kindergärten reingesteckt haben. Und jetzt versuchen sie, das sukzessive abzubauen und wollen bis 2018 entschuldet sein. Das wird Gera nicht gelingen, weil eben die Wirtschaftskraft von Jena hier nicht in Gera ist. Aber so ist eine Vorgehensweise richtig, dass man kontinuierlich an den Themen arbeitet. Haben Sie eine Wirtschaft? Haben Sie hier Arbeitsplätze? Dazu brauchen Sie ein vernünftiges Schulsystem. Also System haben Sie ja keinen Einfluss drauf, das kommt ja, das kriegen Sie ja vom Land vorgegeben. Aber Sie müssen die Einrichtungen schaffen, das heißt die baulichen, als auch die ausstattungsseitigen Einrichtungen. Also es wird ja immer geredet, wir sanieren die Schule, das ist ja der eine Teil. Aber wenn dann die Schüler drin sind und sie haben keine moderne Technik, mit der sie dann ihren Unterricht gestalten können, hilft ihnen das auch wenig. Und dann kriegen sie nicht gut ausgebildete Schüler in die Betriebe. Und der Unternehmer wundert sich, was die Schulbildung wert ist. Und ich habe seit 1990 jedes Jahr in der Stadtwirtschaft 15 und jetzt bei uns in der Firma 2 Lehrlinge ausgebildet. Und das ist leider, was den Ausbildungsgrad betrifft, nicht steigend gewesen, sondern eher fallend oder gleich geblieben. Wir kommen oder bleiben bei den weichen Standortfaktoren Kultur. Müssen wir dazu kommen, Theater Gera Altenburg. Sind Sie ein Freund vom Theater oder ist das für Sie ein Sparpotenzial, dass Sie sagen, Puppentheater, andere Sparten können wir abschaffen und dann reduzieren wir das auf ein Minimum? Also ich hatte vorhin schon gesagt, also ich bin für eine Landschaft, die wir haben. Bevor man sich was Neues hier holt, muss man ja das Geld mal einordnen. Und ich sehe es so, ein Theater ist für mich, für Gera, ganz wichtig. Mhm. Das ist ganz wichtig und auch in der Sportenvielfalt aus meiner Sicht zu erhalten. Kostet aber Geld. Genau. Und da gehört auch eine gewisse Ehrlichkeit dazu, dass man das feststellt. Und ich kann mich gut daran erinnern, vor einem halben, dreiviertel Jahr war auch pressewirksam dargestellt, dass nun alles abgesichert ist. Finanziell. Mhm. Und der Stadtrat von Gera, konkret auch ich,
haben darauf aufmerksam gemacht, bitteschön, wir wissen ja alle, dass der Haustarif im Theater im Jahr 2012 ausläuft. Das bedeutet, dass 2013 dann mit finanziellen Mehrbelastungen zu rechnen ist. Ist das im Vorfeld mit der Belegschaft des Theaters alles abgeklärt? Lassen Sie uns erstmal den ersten Schritt machen und dann sehen wir ja weiter. Und das ist eine Strategie, die ich einfach nicht verfolgen will. Also ich möchte mit den dort handelnden Leuten ehrlich umgehen. Und das heißt, ich muss vorher, bevor ich einen Vertrag unterschreibe, sagen, passt auf, wir können uns das leisten. Ihr kriegt 1 oder 2% Erhöhung, das ist denkbar. Aber mehr geht nicht, laut den finanziellen Umfang, den wir zur Verfügung stellen können. Oder wir müssen an der Stelle irgendwo einen Schnitt machen. Denn es bleibt ja nur das übrig, was man momentan hat. Mhm. So, und das ist ein ehrlicher Umgang. Da würde bestimmt auch jeder von der Belegschaft mit drauf eingehen. Aber jetzt brückchenweise hinterher darum rumzuschnibbeln und zu sagen, also wenn ihr nicht wieder einen Haustarif macht, dann müssen wir euch eben die Puppenbühne abschneiden oder das abschneiden. Das finde ich nicht fair. Das finden Sie nicht fair. Sie sagen, die Sparten müssen erhalten werden. Club der jungen Sportler, Turnhalle, das macht nun irgendwie die Stadt. Muss da was passieren? Das ist ja schön saniert worden, aber wie ist da Ihr Stand und Ihre Vorstellung? Ja, früher war ich dort selber oft Gast. Da war das jedes Wochenende voll. Was ich jetzt so verfolgen konnte, ich bin ja kein Disco-Gänger mehr, aber was ich so verfolgen konnte, ist der große Saal relativ wenig belegt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass dort mal ein Tanzkreis eingemietet war. Der ist jetzt in einen anderen Bereich rübergegangen, weil das alles zu teuer war. Also man muss sich dort ernsthaft die Frage stellen, es handelt sich ja um kommunales Eigentum. Kriegen wir es bewirtschaftet oder kriegen wir es nicht bewirtschaftet? So, und wenn die Auslastung der Turnhalle seitens der Stadt nicht organisiert werden kann, muss man darüber nachdenken, vielleicht einen privaten Investor zu finden, der das zu dem dann nutzt, wie man es eigentlich nutzen will, nämlich als Treffpunkt der Jugend. Ja. Jetzt müssen wir auch im Schnelldurchlauf noch ein paar Themen machen, die interessant sind. Sie haben gesagt, man kann an bestimmte Dinge, an bestimmten Stellen Sachen hinbauen und dann ärgert man sich drüber. Wenn man jetzt sieht, die Sorge, dann Horten, RT Kaufhaus steht leer, alte Traditionen, Galerie Kaufhof steht dann unten. Das sind so Sachen, die Ihnen auch Sorge machen? Ja, mit Sicherheit. Also Sie werden auch bestimmt, oder viele der Gerarer Bürger werden gemerkt haben, was ich für eine Meinung zu dem Thema Ansiedlung einer Radsporttrainingshalle inklusive Verkaufseinrichtung unmittelbar vor dem Kultur- und Kongresszentrum habe. Sie reden von der Gera Arena, also das Projekt, was Herr Vornehm vorantreibt, also da eine Radrennbahn mit Kaufhaus unten drunter, mal vereinfacht gesagt. Also im Endeffekt ist es so, das, was uns die ganze Zeit erzählt worden ist, dass man dort einen Elektronikfachmarkt einrichten will, das ist versteckt jetzt in der Radrennbahn. Ich sage bewusst Radrennbahn. So, aber damit, wenn Sie das machen, machen Sie die Sorge und das, was oben dran kommt, schon tot. So, und meine Vorstellungen, nicht nur meine, sondern eine ganze Menge auch dort von diejenigen, die Handel betreiben, sagen, hier muss was geschehen. Und das, was geschehen kann, ja, der ehemalige Oberbürgermeister, sage ich jetzt nicht zynisch, sondern einfach nur der jetzige Oberbürgermeister, hat dort eine Aktivität entwickelt, war da auch unterwegs und hat versucht, mit einem Investor hier ins Geschicke zu kommen. Das scheint sich nur aber verlaufen zu haben. Jetzt gilt es, hier ganz straff dran zu arbeiten. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn Sie nicht das Kaufhaus, das jetzige, was eben vollkommen leer steht, mit einbinden, und zwar in der Form, dass Sie dort Parkmöglichkeiten anbauen können. Sie wollen es Horten zum Parkhaus machen? Angebautes Parkhaus an Horten. Okay. So rum. Dann funktioniert das. Wenn Sie das nicht machen, also der Bürger ist einfach nicht bereit, sein Auto 500 oder 800 Meter entfernt irgendwo hinzustellen und dann vielleicht mit einem gekauften Computer bis dorthin zu laufen und das dort einzuladen. Also Sie brauchen, wenn Sie die Sorge beleben wollen, eine weitere Parkmöglichkeit in dem oberen Bereich, ob das beim Chorren ist oder ob das eben hinter dem Hortenkaufhaus ist. Da kommt der Kfz-Freund wieder durch. Man könnte auch auf anderen Wegen sich durch die Stadt bewegen, verkehrsberuhigt. Ja, also wenn Sie durch die Stadt schlendern wollen und wollen sich was angucken, ist das alles in Ordnung. Aber jetzt übertreibe ich das mal ganz bewusst. Sie wollen sich eine Schrankwand kaufen und jetzt packen die sich auf die Schultern und sagen, jetzt fahre ich mit der Straßenbahn wieder heim. Das funktioniert ja so nicht. Also manche Dinge, die kann man wirklich so machen, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt. Aber bei Einkäufen gerade, die man eben tätig, wo man dann auch mit dem Auto was mitnehmen will, ist die Entfernung zwischen Verkaufsstelle und zwischen Parkplatz für viele entscheidend.
Jetzt könnten wir ewig stundenlang über Stadtentwicklung plaudern. Da gibt es ja ein Konzept, das kennen Sie sicher auch. Das wird in Arbeitsgruppen diskutiert, dann gibt es einen Stadtratsbeschluss. Da werden Sie sich auch damit beschäftigen. Aber unsere Zeit ist fast um. Deswegen würde ich Sie bitten, nochmal zusammenzufassen, warum sollte man bei Herrn Post sein Kreuzchen machen? Was qualifiziert Sie, Oberbürgermeister zu werden? Ja, über sich selbst gut zu reden, das fällt mir immer schwer. Muss man als Politiker machen, ne? Ja, das können Politiker. Ich bin eher der sachbezogene Mensch und ich sehe auch kommunal, auch wenn man das Wort Politik verwendet, nicht als Politik im großen Stile, sondern als eine Erledigung von Sachfragen. Das vielleicht mal vorangestellt. Das, was mich dazu auszeichnet, ist erstmal, ich bin ein bodenständiger Mensch. Ich wohne hier in Gera und lebe hier in Gera, habe viele Bekannte und Freunde hier. Wer auch meinen Lebensabend hier verbringen wollen, und dazu will ich gerne eine schöne Stadt haben. Ich habe die Stadt über Jahrzehnte mit selber gestaltet, habe jetzt mal ein paar Jahre ausgesetzt, habe mich im Stadtrat wieder gemeldet, dass ich mich hier für das Stadtleben interessiere. Also nicht nur interessiere, sondern auch engagiere. Möchte das jetzt in der Funktion des Oberbürgermeisters machen. Erwarte, dass alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung mich verstehen, weil ich eine relativ gute soziale Kompetenz habe. Das wird mir nachgesagt. Denn jeder Chef ist nur so gut wie jeder seiner Mitarbeiter. Das ist ein Grundansatz von mir. Also ich bin kein Mensch, der alles, was gut gelaufen ist, auf sich bezieht und was schlecht gelaufen ist, auf seine Mitarbeiter. Ich stelle mich vor die Mitarbeiter und ich erwarte auch dann umgedreht, dass die Mitarbeiter immer im Interesse der Bürger und der Gewerbetreibenden, aber in dem gesetzlichen Rahmen ihre Möglichkeit nutzen, im Interesse der Entwicklung der Stadt. Und das soll mich meines Erachtens nach auszeichnen, dass der Bürger sich überlegt, an der Stelle das Kreuz zu machen, wo er meinen Namen findet. Wie kann man sich politisch einordnen? Sind da parteilos, haben Sie gesagt. Sie haben aber für die CDU auch im Stadtrat gesessen. Jetzt lassen Sie sich von den Piraten unterstützen, sind aber jetzt selbst kein Pirat. Wie könnte man Sie einordnen? Als Konservativer, eher als Liberaler, oder wollen Sie sich da kein Etikett aufdrücken? Also ich habe mir das Etikett eigentlich immer aufdrücken lassen, dass ich relativ in der Mitte stehe. Also ich kann mit einer ganzen Menge des linken Lagers gut zusammenarbeiten. Ich kann mit einer ganzen Menge des rechten Lagers zusammenarbeiten. Also rechts meine ich jetzt nicht braun, nicht, dass das falsch ankommt. Also das funktioniert bestens, vor allen Dingen dann, wenn es um Sachfragen geht. Und ich könnte mir vorstellen, der Koordinator aller zu sein, die auch im Stadtrat sitzen. Weil die Sachfragen das Entscheidende sind. Und wie gesagt, ich denke, dass ich mehr in der Mitte sitze. Und ich sage es jetzt mal, dass es auch jeder versteht. Ich erlebe das jedes Mal in der Stadtratssitzungen, wenn ein Vorschlag von der roten Seite kommt, wird häufig von der schwarzen Seite gesagt, da sagen wir nee, und wenn es umgedreht ist, auch. Und dieses Polarisieren, das ist das, was mir nicht gefällt. Es geht um Sachfragen und die Sachfragen muss man parteiübergreifend kommunal behandeln. Sagt Dr. Ulrich Post, und wenn Sie ihm das Vertrauen schenken, dann könnten Sie am 22. April Ihr Kreuzchen machen. Es ist Ihre Entscheidung. Wir haben Ihnen hoffentlich eine Entscheidungshilfe gegeben. Vielen Dank, Herr Post, dass Sie da waren, und dann alles Gute am 22. April.